Christian Pfeiffer, der wohl bekannteste Kriminologe Deutschlands, bekommt einen Anruf von seiner vermeintlichen Tochter. Sie habe einen tödlichen Unfall gebaut. Pfeiffer müsse eine Kaution in Höhe von 55.000 Euro zahlen. Die hat mich voll im Griff gehabt. Dann war ich voll motiviert, alles zu tun, dass unsere Tochter abends zu Hause ist und nicht in Panik gerät in einer Haftzelle. Das war das Ziel. Und da hat sie mich wirklich voll erwischt. Christian Pfeiffer geht auf die Forderungen ein und informiert sogar die Bank. Doch am Telefon sind Betrüger. Das ist eine Lernerfahrung der besonderen Art. Ich hätte es nicht geglaubt, dass mir sowas passieren kann. Die Tatsache, dass es geschehen ist, zeigt mir, wenn man genügend unter Druck sitzt, schaltet sich die Vernunft ab. Man hat nur noch dieses eine Ziel. Wie kann ich dazu beitragen, dass sie abends die Zelle vermeiden kann, dass sie bei uns sitzt? Wie können wir ihr helfen? Nur weil die Telefonverbindung abbricht, meldet sich Pfeiffer bei der echten Polizei. Zusammen mit der Polizei Hannover will Pfeiffer eine Falle stellen. Als die Täter einen neuen Geldübergabeort vereinbaren, bricht die Polizei die Aktion aus Sicherheitsgründen ab. Ich finde, dieser Fall zeigt sehr deutlich, welche Emotionalisierung da erreicht wird mit diesen Schockanrufen. Die Geschichte soll so dermaßen schockieren, dass jemand wie Herr Pfeiffer, der sich damit auskennt, auch da erstmal ins Grübeln kommt, weil ganz nachvollziehbar, es geht um Familie, es geht um seine Tochter. Das ist natürlich, das hat Priorität Nummer eins und da ist die Logik in dem Fall ausgehebelt gewesen. Von daher überrascht es mich zwar, aber auf der einen Seite auch nicht, weil ich diese Emotionalisierung im Bereich der Familie, im Bereich der nahestehenden Person nachvollziehen kann. Jetzt will der Kriminologe Christian Pfeiffer zu dem Thema forschen, um andere vor der Masche zu schützen. Die drei nächsten Nächte bin ich jeweils kurz nach drei aufgewacht und hatte dieselbe Panikgefühle wie bei dem Telefonat. Das Entsetzen ist wieder zurückgekehrt als Gefühl. Und ich merkte, das kann ich selber gar nicht so schnell abschütteln. So gewaltig hat mich das erwischt. Dagegen ist niemand gefeit.